Ganz egal, ob ihr weit wandern geht, Bergsteigen, kleine Tagestouren unternehmt oder in die Welt der Hochtouren eintaucht. Eine gute Tourenvorbereitung ist immer geplagt von jeder Menge Infos. Manche dieser Infos lesen sich aber für viele fast wie eine Fremdsprache. Deshalb gibt es heute für euch eine Einführung in die wichtigsten Begriffe, in Wegbeschreibungen, Topos und Co., damit ihr euch im Gebirge deutlich schneller und einfacher orientieren könnt, ganz ohne Karte, Kompass oder Smartphone. Los geht's! Fangen wir bei ein paar Fragen nach Formen an. Denn hier kann die Orientierung massiv erleichtert werden und sich beschleunigen. Schaust du in die Landschaft, dann siehst du einen Berg und noch einen Berg, siehst dich um und weißt aber kaum, wo es hingeht, welche Berge man sieht und so weiter. Einfacher wird das, wenn man in die Notizen und Beschreibungen der Tour schaut. Aber dann stehen da eben Begriffe wie Scharte, Kamm, Grat, Sattel, Steilstufe, Kanzel und Schulter. Das hilft einem im ersten Moment nicht weiter. Deshalb klären wir diese Begrifflichkeiten heute auf. Grundsätzlich lässt sich sagen, eine Scharte und ein Sattel sind am Papier per Definition eigentlich das gleiche. Beide beschreiben einen Tiefpunkt zwischen zwei Erhebungen, beispielsweise sowas oder auch sowas. Meist findet man das im felsigeren Bereich, wo es zum Beispiel auch einzelne Felstürme gibt. Aber auch im Hochgebirge findet man immer wieder solche Scharten und Sattel. Der Unterschied zwischen Sattel und Scharte liegt in der Praxis vor allem im Detail begraben. Ein Sattel ist meist eine sehr sanfte Senke, die der Sattelform gleicht. Eine Scharte kann oft felsig, spitz und steil sein. Topografisch betrachtet ist es also das Gleiche, jedoch unterscheiden sie sich in der Aggressivität des Geländes. Der Sattel ist vergleichsweise flacher, sanfter und harmloser. Schauen wir in die Mitte der Berge. Noch nicht nach ganz oben, aber ein wenig höher. Hier liest man immer wieder von Flanken. Flanken sind im Prinzip nichts anderes als die seitlichen Steilhänge eines Berges. Von Flanken spricht man jedoch üblicherweise nur, wenn sie außergewöhnlich steil, also steiler als 30 Grad sind. Sind sie flacher, spricht man eher von Hängen. Und in diesen Flanken gibt es immer wieder mal eine spannende Beobachtung zwischen den Latschen, den Schuttfeldern und den Wiesenhängen. Sogenannte Bänder. Bänder sind meist waagrecht zum Hang verlaufende Wege, die ausgetreten oder gut erkennbar sind. Meist dienen sie zur Querung von steinschlaggefährdeten Flanken, aber auch um das Areal zu wechseln und einen flacheren Anstieg wählen zu können. Ursprünglich waren solche Bänder vor allem für die Jagd und die schnelle Fortbewegung im Gebirge gedacht. Übrigens, was manche vielleicht spannend finden und nicht wissen, viele Bänder entstehen gar nicht durch uns Menschen, sondern durch die natürlichen Wegfindungen und Verhaltensweisen von Wildtieren, wie beispielsweise Gämsen und Steinböcken. Auch sie nutzen diese Wege zur Fortbewegung und auch als Schlafplätze. Aber schauen wir nochmal ein Stück höher an die Grenze zwischen Himmel und Berg. Da befindet sich logischerweise am höchsten Punkt der Gipfel. Aber so wie viele Wege nach Rom führen, führen auch viele Wege auf einen Gipfel. Da wären die Grate. Viele felsige Gipfel zeichnen sich durch solche aus. Ein Grat zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er relativ schmal und begrenzend ist. Man kann nicht überall hingehen, man kann sich nur am Grat oder knapp daneben bewegen. Links und rechts davon geht es jedenfalls wieder nach unten ins Tal. Beispiel wäre das hier. Nicht ganz gegensätzlich dazu steht der Kamm. Ein Kamm ist nicht weniger ein Grat, beschränkt sich aber nicht auf den Weg auf einen Gipfel allein. Ein Kamm kann beispielsweise viele Gipfel in einer Reihe innehaben, sodass man über einen Kamm gleich mehrere Gipfel besteigt. Der Kamm ist also quasi ein Grat ohne eine eindeutige Bergzuschreibung. Dieser Begriff wird leider oftmals fälschlich, selbst in der Fachliteratur, für langgezogene Grate verwendet. Um ehrlich zu sein, ist es aber ohnehin oftmals nur Erbsenzählerei und kein wirklich relevantes Detail. Aber natürlich enden nicht alle Berge mit einem Grat. Manchmal endet ein Berg auch abflachend nach einem Steilstück. Und auch dafür gibt es natürlich einen Namen. Nämlich Schulter. Sehr naheliegend und logisch, da auch die menschliche Schulter vom hängenden Oberarm extrem steil beginnt und dann abflacht. Vor allem im Mittelgebirge und in weniger felsigen Regionen, aber auch im Voralpenraum sind Berge mit Schultern etwas sehr Übliches. Ebenfalls in diesen Gegenden üblich sind Bergrücken. Zugegeben, hier sehe ich die Anspielung auf den menschlichen Körper aber nicht. Ein Bergrücken ist im Prinzip nichts anderes als eine Fläche, die an den Graten oder Schultern eines Berges ansetzt und minimal abfallend großräumig Platz bietet. Manche Bergrücken verlaufen bis ins Tal, andere sind mehr plateauartig aufgebaut. Die Bezeichnung bleibt aber grundsätzlich die gleiche.
Nun sollte man aber auch andere Bezeichnungen kennen, die vor allem die Geländeart am Weg beschreiben. Schließlich will man ja wissen, was man da so vor sich hat und vor allen Dingen, worauf man geht. Da gibt es zum einen einmal die Kategorie Geröll. Das kennen wohl die meisten von euch. Definiert ist Geröll aber eigentlich nicht wirklich. Und tatsächlich kommt Geröll in den klassischen Formen auch gar nicht in allen Teilen der Alpen so richtig vor. Es gibt Geröllfelder mit kleinen und feinen Steinen. Diese entstehen vor allem, wenn die Felder große Flächen einnehmen. Dabei zerspringen herabfallende Steine deutlich häufiger auf anderen Steinen und zerbrechen in immer kleinere Teile. Aber auch große Steine, teilweise so groß wie Melonen, können im Geröllfeld liegen. So oder so zeichnet sich Geröll immer durch einen gemeinsamen Nenner aus. Es ist ein felsiges und sehr labiles Gelände. Jederzeit können sich kleine und auch selten große Geröllmassen talwärts bewegen, sodass oftmals konstante Wege wieder schwer erkennbar werden und immer wieder neue Wege entstehen. Es ist also Flexibilität und auch Vorsicht gefordert. Trotzdem sind Geröllfelder in der Regel keine große Gefahr. Anders sieht es da aber schon im Schrofengelände aus. Dieses ist gemein, da es ein Sammelbegriff für die wildesten Geländemischungen darstellt. Grashänge, die felsdurchsetzt sind beispielsweise, Felshänge, die grasdurchsetzt sind, griffige Felsformationen oder lose Steinbrocken. Alles kann bei Schrofen grundsätzlich zutreffen. Konkret ist mit Schrofen aber meist felsiges Gelände mit Geröll- oder Grasauflage gemeint. Das bedeutet gute Wegwahl, Vorsicht bei der Begehung und absolute Trittsicherheit gefragt. Übrigens, manchmal ist auch von Schuttfeldern die Rede. Hier sollten aber nicht unbedingt Alarmglocken klingen, denn Schutt zeichnet sich vor allem durch eine exorbitant nervige Tiefe und mühseliges Vorwärtskommen aus. Und das sieht man zumeist nur in abflachendem Gelände, wie beispielsweise einem K. Was für eine Überleitung. Denn ein K, das ist, wie man es beispielsweise im Karwendelsee aufzählen kann, eine Art Kessel mit Boden. Ringsherum sehr steile, brüchige Felswände und unten die flachen Ausläufer, die bilden dann eben ein solches K mit Schuttfeldern. Übrigens kommt der Begriff des Ks eigentlich aus einer oftmals vergangenen Zeit, da sich Kare nach Definition nur durch Gletschervortrieb bilden. Aber irgendwann ist noch ein jeder Gletscher, vor allem in niedrigen Gegenden, geschmolzen, sodass letztlich nur noch das K übrig blieb. Ein Relikt vergangener Zeit, könnte man sagen. Nun sollten wir uns aber auch noch kurz mit der Topografie in ihrem ursprünglichen Sinne beschäftigen. Angenommen, ich gehe auf Wikipedia und gebe Nanga Parbat ein. Dann sehe ich Begriffe wie Schartenhöhe und Dominanz. Diese zwei Begriffe sind für die Einordnung eines Berges enorm wichtig, helfen aber in der konkreten Orientierung vor Ort kaum. Die Schartenhöhe sagt im Prinzip nichts anderes aus als die Höhendifferenz zwischen dem höchsten Punkt und der nächsten Scharte, an der ein neuer Berg beginnt. Die Nominanz hingegen hat mit der Höhe des Berges nur sekundär etwas zu tun. Sie bezieht sich nämlich eigentlich vor allem auf die anderen Berge. Die Dominanz sagt aus, in welchem Umkreis der Berg XY der höchste überhaupt ist. Oder um es noch korrekter zu beschreiben, die Dominanz in Kilometern angegeben sagt, in welcher Entfernung ein Berg steht, der mindestens genauso hoch ist wie der Berg, um den es gerade geht. Und an dieser Stelle noch ein nerdiger Funfact: Es gibt keine zwei Berge auf der ganzen Welt, die die identische Dominanz und Schartenhöhe haben. Tja. In diesem Sinne, ich hoffe wirklich, dass ihr euch bei eurer nächsten Wanderung oder Bergtour gut zurechtfindet und vor allem jetzt jeden Fleck korrekt benennen könnt und euch somit vielleicht mit Beschreibungen schon viel leichter orientieren könnt. Es braucht nicht immer gleich Karte, Kompass und Navi, manchmal reicht auch die Info bis zur Scharte oder über den Grat, über die Schulter und man kommt schon ganz gut zurecht. Es gibt aber tatsächlich noch unzählige Begriffe mehr und auch viele falsche Verwendungen dieser. Es ist also nicht immer alles ganz so einfach, wenn man es genau wissen will. Wenn euch das Projekt Alpen Academy gefällt, freut es mich natürlich, wenn ihr mich mittels eines kleinen Kaffees ein wenig unterstützen würdet. Das freut mich sehr und hilft mir sehr und ich danke euch an dieser Stelle herzlich dafür. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!